Hallo und willkommen bei Kunst Trinkgenuss. Mein Name ist Pat Hock und ich darf euch heute unseren Whisky des Monats im Januar 2023 vorstellen. Unser Whisky des Monats im Januar 2023 ist ein klassischer Blended Scotch der Marke Isla Mist. Und dieser Blend ist zurückzuführen auf einen Geburtstag des späteren Lord Margadale. Zu seinem 21. hat er Gäste aus nah und fern eingeladen. Und man hatte im Vorfeld die Befürchtung, dass der stark rauchige Single Malt Whisky von der schottischen Insel Isla den Gästen zu intensiv sein könnte. Deswegen hat man diesen verheiratet mit Single Malt Whiskys aus den Highlands, untermalt von Grain Whiskys aus den Lowlands, eben ein klassischer Blended Scotch Whisky. Der kam bei den Geburtstagsgästen derart gut an, dass man fortan die Rezeptur weiterverwendet hat. Der Isla Mist war geboren. Malt Whisky, Grain Whisky, milde 40 Volumenprozente. Es gibt diesen Whisky auch mit Altersangaben. Dann ist eine Umverpackung mit dabei. Hier im Preiseinstieg verzichtet man sowohl auf die Umverpackung als auch auf die Altersangabe. In der Nase ist tatsächlich ein leichter Torfrauch zu vernehmen, untermalt von der leichten Gewürznote, etwas Kräutern, Anklängen von Leder. In sich ist der Whisky aber recht mild, mit zarter Süße und einem Hauch von Eiche, getragen von einer etwas kernigen Getreidenote. Mild, leicht rauchig, süßwürzig in der Balance. Auf der Zunge deutlich süßer als in der Nase, Zitrusfrüchte. Dann setzt dieser leicht kräutrige Rauch ein, leicht ledrig, ja, getreidig, kernig. Hinten raus Tendenz zur Trockenheit, weil ein Müh Eiche kommt, in sich aber ausgewogen und mild. Etwas intensiver auf der Zunge als in der Nase. Vor allem der Rauch ist auf der Zunge etwas intensiver als in der Nase, aber stimmig, rund und mild. Ja, der Isla Mist, unser Whisky des Monats im Januar 2023, verfügbar bei uns vor Ort und im Onlineshop. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und Slangewa.